Sennhilf erklärt die Badewannentüre zum nachträglichen Einbau in die bestehende Badewanne. Das ist Oma Frieda und das ist Waldi. Frieda und Waldi wohnen schon seit vielen Jahren glücklich in ihrer heimeligen Wohnung. In ihrer Wohnung gibt es natürlich auch ein gemütliches Badezimmer mit einer Wanne und Oma Frieda liebt es, dann und wann ein wohltuendes Bad zu genießen. Mindestens aber einmal pro Woche. Das ändert sich jetzt, da Oma Frieda zunehmend Schmerzen in den Gelenken hat und ihr der Einstieg über den hohen Wannenrand große Probleme bereitet. So wird für sie die tägliche Waschroutine zu einer unüberwindbaren Hürde. Als dann Oma Frieda beinahe auf der nassen Wanne ausrutscht, hat sie endgültig genug. Oma Frieda spricht mit ihrer Tochter Monika und erzählt ihr von dem Vorfall. Monika recherchiert und bald ist klar, ein barrierefreies Bad muss her. Von einer lauten, schmutzigen Baustelle und tagelangen Umbauarbeiten will Oma Frieda aber nichts wissen. Außerdem ist so eine Lösung furchtbar teuer. So eine Unruhe kommt ihr nicht ins Haus. Zum Glück hat Monika mit Sennhilf die perfekte Lösung gefunden. Einfach eine Badewannentüre in die bestehende Badewanne einbauen, schnell und unkompliziert. In einem persönlichen Beratungsgespräch erfahren Oma Frieda und Monika alles über die Sennhilf-Badewannentür. Die Tür kann in beinahe jede vorhandene Badewanne, egal ob Stahl-, Guss- oder Kunststoffwanne, montiert werden. Der Anschlag des Türblattes kann nach links oder nach rechts hin gewählt werden. Zudem ist sie sehr pflegeleicht. Natürlich ist die Türe zu 100% wasserdicht. Dazu gibt es sogar 5 Jahre Garantie. Im Falle des Falles könnte die Wannentür auch mit Badewannenliften kombiniert werden. Auch erfährt Oma Frieda, dass es Zuschüsse und Fördermöglichkeiten für den Umbau gibt. Oma Frieda ist begeistert. Sie entscheidet sich für diese geniale Lösung. 2 Tage später, so gegen 8 Uhr morgens, kommt der freundliche Monteur vorbei und nimmt die passgenaue Montage vor. Einfach anzeichnen, die Vormauerung ausschneiden und die Badewannentüre an die Wannenform anpassen. Anschließend wird die Sennhilf-Badewannentüre mit einem Spezialkleber verklebt. Der Monteur arbeitet sehr sauber und er ist bereits in 4 Stunden mit dem Einbau fertig. Oma Frieda ist überrascht, dass der Umbau so schnell und ohne große Baustelle geklappt hat. Schon am nächsten Tag kann Oma Frieda ihre Badewanne so leicht betreten wie eine Dusche. Sie aber auch weiterhin für ein entspanntes Vollbad nutzen. Die geringe Eintrittsstufe überwindet sie mit links. So wird das tägliche Waschen wieder zum Kinderspiel und Oma Frieda fühlt sich gleich 10 Jahre jünger, da sie keine Hilfe mehr bei der Körperpflege benötigt. Dank der Sennhilf-Badewannentür. Und auch Waldi gefällt die Badewannentüre. Nun kommt auch er ganz leicht in die Wanne und genießt es, gründlich abgeduscht zu werden. Frei im eigenen Badezimmer ohne fremde Hilfe. Mit der kostengünstigen, barrierefreien Lösung, der Sennhilf-Badewannentüre.